Wochenende schon hier ab der Mitte keine große Bewegung. Einmal vorlegen. Danke. Wir treffen auf eine Mannschaft, die letztes Wochenende in Bremen eine sehr gute Leistung gebracht hat. Eine Mannschaft, die im Aufwärtstrend hat, ganz klar. Dennoch, wir sind Kickers Offenbach. Wir haben momentan diese Position da oben, die für uns aber sekundär ist, denn primär ist die Aufgabe, die wir lösen wollen. Wir wollen nach München fahren, um dort ein gutes Spiel wieder abzuliefern, um unsere Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, dort auch wieder 100% zu erfüllen. Wenn uns das gelingt, bin ich sicherlich der Meinung, werden wir nicht nur mit einer breiten Brust dahin fahren, sondern auch mit der wieder zurückkommen. Wir haben eine Videoanalyse gemacht, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, und da wurden die Fehler ganz klar angesprochen. Wir waren zugeteilt, haben da einfach ein bisschen geschlafen in den letzten zwei Spielen, und ich denke, dass wir das jetzt in München auf jeden Fall besser machen werden. Ja, es gibt immer Fehler oder Probleme, und das probieren wir, darüber zu sprechen und dann am Training zu korrigieren. Und ich hoffe, wir werden jetzt keine Fehler mehr machen. Wir haben genug Tore geschenkt, und ich hoffe, wir werden das nicht mehr machen jetzt und konzentriert in München spielen. Bei uns stehen jede Woche Standards, offensiv wie defensiv, auf dem Tagesprogramm. Wir haben sicherlich die Dinge aufgearbeitet, wie wir das immer tun. Ja, wir haben die Aufgaben im Training angenommen, wie wir das jede Woche annehmen. Der Fokus liegt ganz klar auf den nächsten Gegner, der heißt Bayern München Amateure. Und daraufhin sind wir ausgerichtet, daraufhin stellen wir uns ein. Wir nehmen immer aus der Vergangenheit Positives wie Negatives mit, um besser zu werden. Und das haben wir diesmal auch gemacht. Ich denke, wir haben auch die letzten Spiele alle ordentlich gespielt, bisher gut gespielt. Wenn man sieht, was wir hier offensiv geleistet haben, das ist natürlich überragend. Und wenn wir das beibehalten und hinten diese Fehler abstellen, dann bin ich mir sicher, dass wir jetzt auch am Wochenende wieder als Sieger vom Platz gehen werden. Wenn man sich die Liga anguckt, dann sieht man, wie nah eigentlich alle beieinander sind. Die Liga ist sehr ausgeglichen und sehr stark. Und wenn man sieht, dass auch Bayern München jetzt schon wirklich gute Gegner geschlagen hat, auch letzte Woche wieder 3-0 Bremen weggehauen hat, dann wissen wir, dass eine sehr schwere Aufgabe auf uns zukommt. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir unser Potenzial abrufen, dann gibt es eigentlich nur einen Sieger. Viel Glück. Danke. Ciao. Ciao.